ist Jörg Bergmeister. Wir fahren mittlerweile seit 1994 Rennen auf Porsche. Für mich gibt es auf jeden Fall so etwas wie ein Porsche-Gefühl. Das geht einmal los über die Fahrdynamik, die die Autos auszeichnet, aber auch die Ingenieurskunst und die Designsprache über alle Modelllinien hinweg. Körperliche Fitness ist Grundvoraussetzung, aber das meiste entscheidet sich für mich eigentlich im Kopf. Neuen Cayenne, das erste, was mir aufgefallen ist, sind die Matrix-Scheinwerfer. Wahnsinnstechnologie. Ich denke mal, wenn man sowas früher im Rennauto gehabt hätte, wäre es ein absoluter Performance-Vorteil gewesen bei 24-Stunden-Rennen in der Nacht. Heutzutage mit den LED-Scheinwerfern ist das Licht wirklich so gut, dass es fast keinen Unterschied mehr macht, ob es Tag oder Nacht ist. Am Anfang der Karriere geht es natürlich hauptsächlich ums Schnellfahren. Aber mit der Erfahrung kommt dann vielleicht auch noch ein bisschen Besonnenheit hinzu, dass es nicht nur immer das schnelle Fahren ist, sondern auch ans große Ganze zu denken und auch mal vielleicht zurückzustecken, wenn man dadurch eine Meisterschaft gewinnen kann. Schönes Erlebnis war auf jeden Fall der Gesamtsieg 2003 in Daytona mit einem GT-Auto gegen die Prototypen. Das war mit Sicherheit eins der Highlights. Auf der anderen Seite auch ein Ergebnis, was sehr prägend war, war der Ausfall beim 24 Stunden am Nürburgring mit dem GT3 R-Hybrid. Und lagen bis eine Stunde 45 vor Schluss in Führung. Es sah alles super aus und dann gab es leider einen kleinen technischen Defekt an der Ventilfeder. Das tut heute immer noch weh, muss ich sagen. Man gewinnt zusammen, man verliert zusammen. Für mich persönlich habe ich probiert, über meine gesamte Karriere eigentlich, es nicht an den Ergebnissen festzumachen, weil man sich immer wieder neu beweisen muss. Wenn man das nicht macht und sich versucht, auf seinen Erfolgen auszuruhen, wird man langfristig auch nicht mehr erfolgreich sein. Zwischen Motorsport und Mountainbike, da gibt es wirklich sehr viele Parallelen. Zum einen natürlich die Linienwahl, gerade in Bergabfahrt beim Mountainbike. Da kann man einen Riesenunterschied machen, genauso wie auf der Rennstrecke. Aber auf der anderen Seite natürlich auch die Technologie, ob es jetzt Kohlefaserkomponenten sind oder aber Dämpfertechnologie, die sowohl im Motorsport als auch im Mountainbike ein Riesenthema sind. Normalerweise bin ich ja hauptsächlich im Elva unterwegs, aber der neue Cayenne ist absolutes Traumauto. Super komfortabel. Ich denke, der neue Cayenne ist absolut Porsche-typisch, immer noch ein Sportwagen. Der sportlichste in seiner Klasse und trotzdem so Funktionen wie ein Massagesitz sind einfach schön. Wenn man sich abends ins Bett legt und den Tag Revue passieren lässt und dabei ein Lächeln im Gesicht hat, dann war es für mich schon ziemlich nah dran, perfekt zu sein. Und ich glaube, wenn man mit der Einstellung durch den Tag geht und probiert, jeden Tag perfekt zu erleben, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache und eine gute Einstellung, zumindest für mich.